Also ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Männergesundheit und mich wundert es, dass die Stereotype nicht weniger, sondern mehr werden. Das ist quasi schon die Zusammenfassung des nächsten Kapitels. Moment, muss das irgendwie. Also das fange ich gerne damit an. Es gibt mittlerweile so geschlechtstypische oder stereotype Produkte, die hätte man sich vor 20 Jahren nicht mal vorstellen können. Also rosa Kloben zu produzieren, nur weil die blauen nicht in ganz rosane Kinderzimmer mehr passen, das ist schon irgendwie ein besonderes Stereotyp, was dort ausgelebt wird. Es findet seinen Markt und ist tatsächlich auch eben dann der Mädchenglobus. Also es werden immer mehr Sachen aufgeteilt, auch was Neues in der Aufteilung, Überraschungseier für Mädchen, damit hat es angefangen. Mittlerweile gibt es auch Überraschungseier für Jungs, aber erst gab es nur die für Mädchen. Als ich klein war, gab es nur Überraschungseier für alle und man musste, es war wirklich eine Überraschung, was da rauskommt. Jetzt ist es keine wirkliche Überraschung mehr, sondern bei den Mädchen kommen irgendwelche süßen Tierchen raus, die man nicht mehr zusammenbasteln muss. Weil Ferrero in einer Marktforschung festgestellt hat, Mädchen wollen gar nicht so gerne basteln. Das heißt, Mädchen müssen jetzt auch nicht mehr basteln, während aus den Jungseiern, die dann eben auch in Blau gefärbt sind, tatsächlich mehr Bastelaufgaben rauskommen. Das heißt, man bestätigt auch bestehende Vorlieben vielleicht, Stereotype, die dort irgendwie tatsächlich auch nicht auf dem Y-Chromosom sitzen, sondern die tatsächlich möglicherweise auch anerzogen sind. Und das verdanken wir einem Marketing-Segment, das nennt sich Gender-Marketing. Das ist erst Anfang des Jahrtausends überhaupt entstanden. Und das heißt, sowas zu kreieren wie männliche und weibliche Produktwelten, das ist ein relativ neuer Marketing-Trend. Also nicht mal 20 Jahre alt. Und man erschließt sich damit einfach neue Märkte und kann eben Preisunterschiede machen. Das ist der Hauptsinn dahinter. Und Sie finden das bei jeder Autowerbung, wenn Sie eine Autowerbung im Kino oder im Fernsehen oder sonst wo sehen und es ist eine freie Landschaft und der Wagen gleitet großzügig dahin mit etwas Geschwindigkeit, dann ist das auf jeden Fall ein Männerauto, was da durch die Gegend fährt und es endet am Strand oder am Berg oder sonst wo Stereotyp. Während wenn Sie Einparksituationen in der Stadt sehen, dann ist es und die Größe des Kofferraums Thema in der Werbeclip ist, dann ist es auf jeden Fall ein Auto, was eher Mütter oder Frauen kaufen sollten. Dasselbe gilt für fast jedes Produkt. Und selbst für Produkte, wo man denken würde, die sind doch irgendwie gegen das Klischee. Also wir haben einen riesigen neuen Markt für Männerkosmetik. Als ich jünger war, gab es irgendwie Rasierschaum und Rasierwasser und fertig war. Jetzt kann man irgendwie Tag- und Nachtcremes und alles Mögliche kaufen. Das ist ein riesen Wachstumsmarkt. Aber selbst das wird stereotyp beworben. Also das ist die Werbung vom Marktführer Nivea für einen sensitiven Rasierschaum mit der Axt. Oder auch die Geschlechterstereotypen, die in diesen Werbungen beispielsweise für Deodorants eben gezeigt werden, die sind mega stereotyp. Also die Männer sind immer das Geilste, was einer Frau passieren kann. Und dieses Deodorant, wenn man sich unter die Achseln schmiert, führt dazu, dass man alle Frauen auf einem fliegen. Oder dass die Astronauten die besten Raketen kriegen. Also das ist auch sexistische Werbung in diesem Feld. Es passiert aber auch bei Sachen, die völlig sinnlos sind. Also das sind eben von Lidl oder Aldi, glaube ich, ist es irgendwie Klosteine. Warum muss man die nach Geschlechtern trennen und warum sind sie so stereotyp? Also das eine, bei Männern ist es die frische Bombe und bei den Frauen sind es die Blütenträume. Also das zeigt nur, dass man damit irgendwie sich neue Märkte erschließen will an dieser Stelle. Und der andere Punkt, wo die Stereotype wahrscheinlich mit befeuert werden, alte Stereotype von Männlichkeit und von Weiblichkeit, der ist der. Also ich glaube, in virtuellen Welten trennen sich viele Geschlechterstereotype wieder auf oder werden Stereotype, als das eben auch vielleicht eine gewisse Phase zumindest in diesem Land anders erlebt haben. Das ist die Gamescom, die größte Computermesse der Welt. Die größte Computermesse der Welt tut Hannover immer weh, weil wir die mal hatten. Das war die CeBIT. Mittlerweile ist eine Spielemesse ein Mekka für junge Menschen. Es gehen auch Frauen oder junge Frauen dahin, aber die sind in der Minderheit. Es sind vor allem Jungs, die dorthin gehen. Und das fängt sehr früh an. Also
das, was man früher als Spielzeug, als reales Spielzeug hat, hat man jetzt als Apps. Also das ist eben insofern vielleicht kein neues Phänomen. Aber auch virtuell sind die Welten für Mädchen und Jungs total getrennt. Hier finden Sie die besten Mädchen-Apps. Die haben alle was mit irgendwie mit Haushalt zu tun oder irgendwie mit Pferd, was ich irgendwie pflegen kann. Also oder man kann auch, wahlweise gibt es noch Garten-Apps und sowas. Also es ist mega Stereotyp. Die besten Jungs-Apps sind natürlich auf Abenteuer ausgelegt, also die beliebtesten. Das ist irgendwie mega Stereotyp, Abenteuer oder irgendwie Bauen von irgendwelchen Sachen und mit Autos spielen im letzten App, was da ist. Also auch digital haben wir eigentlich nichts Neues. Im Gegenteil, wahrscheinlich sogar mit einer größeren Zugänglichkeit dieselben alten Geschlechterstereotypen. Und das ist dann im höheren Alter tatsächlich nochmal ein Thema, weil sich dann auch die Verhaltensweisen von Jungen und Mädchen etwas trennen. Und Sie sehen, wo Sie sich am, oder ihr seht, wo sich das am meisten unterscheidet, ist eben der Bereich der Online-Spiele und des Chattens. Man kann es zusammenfassen, die Mädchen oder die jungen Frauen sind eher sozial im Netz unterwegs und die Jungs spielen eher. Das kann auch eine sehr soziale Geschichte sein, aber es ist auch immer verbunden natürlich mit solchen Geschichten, mit Kämpfen, mit Strategiespielen, mit Waffen, aber auch mit Glücksspiel wird es immer mehr verbunden. Das heißt, ich kann jede Aufrüstung mir erkämpfen, ich kann sie mir kaufen, ich kann sie aber auch irgendwie gewinnen. Also sind dort Anreizsysteme eingebaut, die tatsächlich irgendwie auf Jungs attraktiver wirken als auf Mädchen oder auf junge Frauen. Das ist für junge Männer attraktiver, was dort irgendwie tatsächlich gezeigt wird. Und es ist schon die Frage, wenn ich aus so einem Kampf rausgehe, wenn ich dann irgendein Zipperlein habe, merke ich das oder nicht? Oder sage ich das meiner Mutter oder meiner Freundin, dass ich zum Arzt muss, wenn ich gerade aus einem gewonnenen Kampf mit, wo ich weiß nicht, was alles abgeschlachtet oder erobert habe. Also das ist, dazu gibt es wenig Studien. Was macht das mit Selbstbildern? Was macht das mit Eigenwahrnehmung? Aber es wäre mal interessant, dass tatsächlich sich anzugucken. Und letzter Punkt, so ein Stereotypen im Netz, auch das, was an Bildern dann irgendwie erfolgreich ist. Also es gab eine Untersuchung der Universität Rostock, was zeigen erfolgreiche YouTuber im Netz, und man kann sagen, die männlichen zeigen sich eher professionell, und die Mädchen und Frauen deklarieren das, was sie da zeigen, eher als Hobby. Und die haben das in ihrer Studie als Frauenbild der 50er. Also die reüssieren mit irgendwelchen Kleidungsstücken, mit Schminktipps, mit Kochgeschichten. Und das ist schon sehr unterschiedlich, auch wer dann mit Geld verdient. Es gibt auch weibliche Influencerinnen, die damit Geld verdienen, aber das Gros der Leute, die im Netz mit Videos Geld verdient, das sind eher junge Männer, die das irgendwie machen. Da teilen sich die Welten. Gut, das wäre wieder ein Punkt zu diskutieren oder zu ergänzen oder Fragen zu stellen. Ich stoppe mal die Präsentation nochmal und gucke, ob Diskussionsbedarfe oder Fragen da sind. Bisher sehe ich hier noch keine Hände. Vielleicht zögert noch der eine oder die andere. Vielleicht muss ich das früher ankündigen, dass es jetzt gleich soweit ist. Darf auch sonst durchgängig gerne. Ja, ich darf auch durchgängig gerne. Also wir sammeln das dann einfach und genau. Okay. Dann würde ich, wenn ihr einverstanden seid, irgendwie zum nächsten Thema kommen. Das ist der Punkt Männer als Patienten. Das erste Bild dazu hat nichts damit zu tun. Das war aber mal mein Lieblings- und das war der beste Cartoon 2014, und den fand ich einfach auch sehr nett. Aber in Bezug auf Männern und Gesundheit ist erstmal die Frage, wo unterscheiden sich Männer und Frauen? Und das ist der Arztbesuch. Also wer geht wie häufig zum Arzt? Und deshalb ist der einfachste Gesundheitstipp häufig, aber einen, den ich nicht teile, geht zum Arztmann. Denn die Frage ist, wann soll der Mann zum Arzt gehen? Und Sie sehen das hier an dieser Stelle. Dem Mann fehlt erstmal gar nichts. Also die Frage ist, was soll er beim Arzt? Als dieses Sterntitel rauskam, hätte er wahrscheinlich nicht mal einen Gesundheitscheck gekriegt, weil er wahrscheinlich unter 35 ist. Also deshalb ist, ich glaube auch nicht daran, dass mehr Arztbesuche irgendwie mehr Gesundheit fördern, sondern ich glaube eher daran, dass der Arztbesuch im richtigen Moment, also wenn es tatsächlich irgendeine Auffälligkeit gibt oder wenn ich ein gewisses Risiko habe, das abchecken zu lassen, dass es dann richtig ist. Aber ich glaube nicht, dass mehr Arztbesuche die Männer tatsächlich unbedingt gesünder machen würden an dieser Stelle. Ist vielleicht eine These, die wir auch diskutieren können. Das sind Daten vom Robert-Koch-Institut, wer geht wann zum Arzt, und der Männer- und Frauenvergleich zeigt, dass eben
immer in allen Altersgruppen 90% der Frauen zum Arzt geht. Das hängt damit auch zusammen, dass sie eben eher darauf sozialisiert werden. Also wer geht mit den Kindern zum Arzt? Das sind häufig die Mütter. Das heißt, Mädchen lernen, das ist Frauensache. Und es werden auch weibliche Lebensphänomene eher medizinalisiert als männliche. Also das typische Beispiel dazu ist die Geschlechtsreife. Also mit dem ersten Menstruation wird häufig den Mädchen angeraten, tatsächlich eben zum Frauenarzt zu gehen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Während von einem ersten Samenerguss eines Jungen kein Schwein irgendwas mitgibt. Geschweige denn, dass Eltern, wenn sie das mitkriegen würden, auf die Idee kämen, zu sagen, geh mal zum Urologen und guck mal, ob alles okay ist. Aber um das, was es dabei geht letztendlich, ist dasselbe beim Jungs und beim Mädchen. Es geht um Fortpflanzungsfähigkeit. Und das ist auch ein Problem in höheren Lebenslagen, was eben beispielsweise von Männernrechtlern dann irgendwie sehr kritisiert wird. Wir haben kaum Forschung zur Unfruchtbarkeit von Männern, also weil da auch nicht früh hingeguckt wird in vielen Bereichen. Also da werden eben Lebensphänomene gemacht und dann ist in höheren Lagen Alter zu beklagen, dass die Männer zu wenig zum Arzt gehen, auch wieder ein Sozialisationsprodukt zum Teil. Und wir haben diese Unterschiede, sind am krassesten bei den 18- bis 24-Jährigen. Also die gehen im Vergleich zu Frauen in diesem Alter sehr unterdurchschnittlich zum Arzt. Und das tut sich mit zunehmendem Lebensalter tatsächlich anpassen, die Zahl der Arztbesucher. Ein Punkt für ein bestimmtes Phänomen, wo ich denke, da wird offensichtlich, dass in dem Fall eben tatsächlich Arztbesuche auf jeden Fall sinnvoll wäre. Wenn man sich irgendwie überlegt, also es gibt wenig Studien, geschlechtervergleichende Studien dazu, wer geht in die Zahnarztpraxis? Das sind Marktforschungsdaten von 2010. Und da sehen Sie, dass ein Drittel der Männer nur in die Zahnarztpraxen kommt, wenn er tatsächlich irgendwelche Schmerzen hat. Und interessant ist, dass eben von diesen Drittel der Männer, die überhaupt in Zahnarztpraxen, also die in diesen Zahnarztpraxen anlanden, ein Viertel nochmal versucht hat, das selber irgendwie hinzukriegen. Also jeder, der Zahnschmerzen hatte, weiß, dass irgendwie es völlig sinnlos ist, nicht zum Arzt zu gehen, zum Zahnarzt in dem Fall, sondern dass irgendwann nützen die Schmerztabletten und Hausmittelchen überhaupt nichts mehr und dann muss irgendwas an dem Zahn gemacht werden. Das kann in der Regel nur der Zahnarzt. Und also ein Viertel diese Selbstmedikation oder zu sagen, was von alleine kommt, geht von alleine wieder weg. Ich kann es schon selber hinkriegen, ist eine typisch männliche Verhaltensweise in diesem Feld. Aber auch das fällt nicht vom Himmel, sondern es gibt Untersuchungen zur Zahngesundheit von Jungen und Mädchen. Da ist Deutschland in den letzten 20 Jahren irgendwie tatsächlich sehr vorangekommen, was die Gesundheit von Kindergebissen anbelangt. Das hat aber einen sozialen Bias. Also die sozial Bessergestellten haben gesündere Gebisse als die sozial schlechter gestellten Kinder. Und es hat aber auch ein Geschlechter eben tatsächlich Auffälligkeit. Also die Jungs haben einen halben Zahn weniger gesund als die Mädchen. Und man misst das in DMFT-Werten. Das ist destroyed, missed oder failed. Also eben zerstört, verloren oder behandelt. Also und da sieht man eben, das sind eben in dem Alter, wo die hier untersucht wurden, im 5. bis 6. Lebensjahr, sind es bei Mädchen 2 Zähne und bei Jungs knapp 2,5 Zähne. Also und da hat in der Studie, die dort gemacht worden ist von Storr und anderen, ist aber auch festgestellt worden, die Mädchen in diesem Alter putzen häufiger. Es wird auch von ihnen erwartet, dass sie für sich sorgen können. Und die Jungs haben was davon, dass sie eben nicht so gut putzen können, nämlich mehr Zeit mit ihren Eltern. Das ist für die Eltern nicht immer unstressig. Aber es ist, also bei Jungs wird das eher in Kauf genommen, dass die es noch nicht können in diesem Alter. Während ein Mädchen, was ab einem gewissen Lebensjahr nicht für seine Hygiene sorgen kann, auffällig ist. Bei Jungs guckt man noch ein bisschen drauf und es gibt Mütter, die und auch Väter mittlerweile, die dann dafür sorgen, dass eben tatsächlich da nichts passiert oder dass eben die Jungs eben tatsächlich trotzdem irgendwie mit gemeinsam die Zähne geputzt sind. Auch das ist eben ein Geschlechterunterschied. Gut, wir haben ja zu Stereotypen, gerade in Zeiten von Corona, zwei paar Folien zu Grippe. Es gibt natürlich gerade bei Gesundheit und Krankheit auch in jedem Stereotyp vielleicht ein paar Kerne. Also nichts nervt mich mehr als diese ganzen Videos zur Männergrippe, wo dann die Männer irgendwie als wehleidig dargestellt werden. Also dann, wenn Männer tatsächlich mal was haben, dann wird das immer auch irgendwie karikiert häufig. Es gibt ein biologisches oder ein physiologisches Konstrukt für die Männergrippe oder eine Basic dafür. Also Männer erkälten sich leichter und sie
produzieren weniger spezifische Immunabwehr. Und das hat jetzt in Corona-Zeiten massive Folgen. Also das ist ja auch eine Art von Virus, die dem Grippevirus zumindest nicht völlig unähnlich ist. Und da sieht man eben, die daran sterben, sind vor allem alte Männer. Also das heißt, die Sterblichkeit der Frauen in diesem Bereich, also von 100% Gestorbenen sind 34% Männer und 66%, es sind 34% Frauen und 66% Männer. Und im höheren Lebensalter. Das sind Zahlen aus dem März, wo das erstmal ausgewertet wurde vom Robert-Koch-Institut, also Ende März. Das hat sich jetzt nicht groß geändert, nur das Durchschnittsalter ist etwas gesunken. Aber auch bei Corona kann man, das teilen sich die Welten. Es gab eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung. Der Umgang mit der Krankheit ist dann tatsächlich immer wieder sozial geprägt. Also wer bleibt jetzt im Shutdown zu Hause häufig und macht das Homeschooling? Wer hat Teilzeitstellen und vermeintlich Zeit dafür? Das sind dann häufiger die Frauen. Also Mütter müssen mehr den Betreuungsausfall kompensieren als die Väter zu Hause. Also das heißt eben in der Krise ist auch die Frage, wer verdient jetzt mehr oder wer hat nur einen Teilzeitjob? Und dann ist klar, es läuft auf die Mütter hinaus. Und auf der anderen Seite sehen wir die Berufe, die jetzt plötzlich als systemrelevant gelten. Also das alles, was der Einzelhandel anbelangt, was Krankenhäuser anbelangt, was eben Erziehungsberufe anbelangt und was Sozialversicherung anbelangt, das ist eben tatsächlich fest in der Hand der Frauen. Und die kriegen von uns nicht das Richtige, also oder von der Gesellschaft an der Stelle, das sind eher Löhne, die eben tatsächlich im unteren Lohnsektor, wenn man jetzt mal die Ärzte im Krankenhaus ausrechnet, oder die Vorstände von Krankenkassen. Aber das ist dann schon eher da, wo das Gros da arbeitet, in der Pflege oder eben tatsächlich an der Supermarktkasse. Das hat jetzt im Moment eine gewisse Wertschätzung. Aber das sind alles Frauenberufe, die Krise, wie hier die Überschrift sogar von Statista.com war, eben am Laufen halten. Gut, letzter Punkt vorletzter Punkt zu Männern als Patienten. Die Frage ist, was mit der Früherkennungsuntersuchung oder da ist tatsächlich erstmal, viele nennen das Vorsorgeuntersuchung. Es ist in den meisten Fällen keine Vorsorgeuntersuchung, sondern es erkennt nur früh Krankheiten oder kann Krankheiten erkennen. Und da sind die Frauen tatsächlich, das sind Zahlen von 2018, das sind Zahlen, also wo man sieht, die Frau, das ist erstmal eine seltene Leistung, die alle Versicherten in Anspruch nehmen, aber die Frauen nehmen sie in den jüngeren Jahren häufiger in Anspruch. Und man sieht, die Männer holen im Laufe ihrer Alterung auf, ihre Alterskohorte, also je älter ich als Mann bin, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich irgendwie eine Früherkennungsuntersuchung mache. Sie sehen, das kommt jetzt bei dem allgemeinen Gesundheitscheck erst ab dem 80. Lebensjahr zum Tragen, dass die Männer dort häufiger irgendwie auftauchen als die Frauen. Bei dem Hautkrebs kommt es schon ab dem 75. Lebensjahr. Aber diese Art von Unterschieden sind tatsächlich auch eben in der gesellschaftlichen Diskussion hoffentlich kein Thema. Also niemand kritisiert das Gesundheitsverhalten von alten Frauen oder sagt, die sind Gesundheitsidioten. Aber alle schauen auf die jungen Männer und sagen irgendwie, dass sie ihre Früherkennungsuntersuchung nicht machen. Aber dabei sind das hier Unterschiede von knapp 5% zwischen den Geschlechtern. Und der eine Unterschied, zumindest beim Checkup, ist auch dem zu verdanken, dass Frauen diese Untersuchung auch beim Frauenarzt machen können und sie gerade in den jungen Lebensjahren eben auch häufiger beim Frauenarzt in regelmäßiger Behandlung sind, weil sie eben für Verhütung in den Beziehungen zuständig sind. Das heißt, die haben Arztkontakte, wo das dann auch nebenbei angebracht wird. Wahrscheinlich macht das genau die 5% aus. Wenn Männer in dieser Lebensphase einen Männerarzt an der Seite hätten, den sie vielleicht nicht brauchen, dann wäre das vielleicht auch anders. Gut, letzter Punkt in dem Bereich Männer als Patienten geht nochmal um psychische Erkrankung, wo ich denke, man muss teilweise vielleicht auch unsere Forschung verändern oder gucken, auf was guckt denn Medizin, nach was forscht sie. Und wir sehen in fast allen Bereichen, bis auf eben Sucht, dass eben die Frauen bei den diagnostizierten psychischen Erkrankungen tatsächlich höhere Anteile aufweisen als die Frauen. Zu Sucht ist aber natürlich eben ein Riesenproblem. 3/4 oder 2/3 der Inanspruchnahme von Suchthilfeeinrichtungen sind Männer. Und das ist tatsächlich die Frage, wer entwickelt welche Sucht zu welchem Zeitpunkt, zeigt dieser Cartoon an dieser Stelle ganz gut. Und Alkohol ist nach wie vor, wie andere, eben tatsächlich stoffgebundene Süchte bis auf Medikamentenabhängigkeit
ist eher Männersache. Und wir haben da auch neue Phänomene. Dazu gibt es noch gar kein richtiges Wort, also bei den Süchten der Männer. Also aber eben tatsächlich mit seinem Körper so umzugehen, als sei der irgendwie beliebig gestaltbar oder ausbaubar. Das also wo Muskelaufbau auch ein gewisser Teil eines Lebensstils ist. Das ist relativ neu. Also dass das eben auch größere Gruppen von Männern betrifft. Und das, was die hier machen, zusätzliche Ergänzungsmittel zu nehmen oder zusätzlich Eiweiß zu essen, das ist noch relativ harmlos. Hier gibt es ein paar Statements, wo man sieht, wie das dann im Alltag aussieht. Also was die essen, um irgendwie ihre Muskeln zu machen. Also hier ist eine Schweizer Untersuchung, wie man an dem Hühnchen sieht, also Poulet, was dort eben tatsächlich ist, 850 Gramm Hühnchen am Tag, Hühnchenfleisch am Tag oder 1,3 Kilo Fleisch am Tag. Also die versuchen mit Macht diese Eiweißstoffe ihrem Körper zuzuwenden. Und wenn das eben nicht klappt, wenn man trotz eben viel Fleisch essen und Nahrungsergänzungsmittel das nicht macht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mit Anabolika zu arbeiten oder mit Wachstumshormonen. Und da sieht man, wie viele Männer das schon betrifft. Das sind eben tatsächlich fast ein Viertel der Männer, die häufig im Fitnessstudio anzubringen, nehmen irgendwelche Chemie dazu. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Suchtentwicklung, seinen Körper so zu verändern, insbesondere wenn es Wachstumshormone sind. Also weil da wächst alles, nicht nur die Muskeln. Und das ist hinterher schwer wieder zurückzudrehen. Das ist überhaupt nicht mehr zurückzudrehen, um genau zu sein. Also bei den Süchten müsste man genauer hingucken. Es gibt auch wenig geschlechtsspezifische Suchtforschung, insbesondere bei der größten neuen Sucht, das ist die Spielsucht. Die ist in Deutschland ja eine staatlich geförderte Sucht, weil unsere Glücksspielgesetzgebung total liberalisiert wurde. Jetzt finden Sie an jeder Ecke eine Spielhalle und Sie finden auch alle möglichen Online-Glücksspielangebote, die Sie machen können. Aber Sie sehen dort, wo eben tatsächlich die meisten Spielsüchtigen tatsächlich auftauchen, das ist real vor Ort in irgendeiner Automaten- oder Dattelhalle. Das ist ein Punkt und das sind vor allem Männer, die sehen in diesen Hallen nie irgendwelche Frauen oder kaum irgendwelche Frauen. Also man müsste auch in der Suchttherapie, in den Suchtangeboten und auch in der Suchtprävention viel mehr auf Männer- und Frauenunterschiede gucken, um tatsächlich Männer vor so einem süchtigen Leben auch tatsächlich bewahren zu können, im weitesten Sinne des Wortes. Ich war aber bei den psychischen Erkrankungen allgemein und wenn man sich jetzt nochmal Depressionen speziell anguckt, dann sieht man eben tatsächlich, die Diagnosen sind eindeutig auf Seiten der Frauen. Also das sind immer fast doppelt so viele Frauen in allen Lebensaltern, die eine Depression diagnostizieren. Das sind Daten aus dem Männergesundheitsbericht. Aber wenn man sich diese Suizide anguckt, dann ist die Geschlechterverteilung genau umgekehrt. Und da sieht man eben, dass tatsächlich, und das sind dreimal so viele Männer wie Frauen, die sich erfolgreich suizidieren. Und vor allem im hohen Lebensalter sind es eben tatsächlich die älteren Männer, die dann deutlich häufiger eben tatsächlich eben Selbstmord begehen als die Frauen. Hat aber wahrscheinlich auch ein Erkenntnisdefizit. Also, weil die Selbstmordarten zwischen den Geschlechtern wieder Geschlechterstereotyp sind. Also Männer nutzen häufig die effektiveren Todesarten. Das heißt eben ganz vorne steht eben erhängen oder ersticken. Und dann kommen eben, dann kommt schon gleich eben erschießen und dann kommt eben Verkehrsmittel, also dazu zu nehmen. In erster Linie sich vor Bahnen oder Autos zu werfen oder eben mit einem Auto selber irgendwie einen Unfall zu verursachen. Das ist alles viel effektiver als die bevorzugte Frauen-Selbstmordform. Die passiert nämlich über Tabletten, wo man es schwieriger tatsächlich in der Hand hat. Aber im hohen Alter werden wahrscheinlich die stillen Selbstmorde von Frauen kaum erkannt, weil eben sich zu Tode hungern oder die Medikamente absetzen, wenn der Mann gestorben ist oder wenig nehmen oder nichts mehr trinken. Das taucht auf dem Todesschein nicht als Selbstmord auf. Aber wenn ich dann irgendwie an meinem Gürtel an der Tür hänge oder an der Heizung, dann ist das natürlich offensichtlicher, also die männliche Todesform in diesem Alter vor allem. Dann gibt es kein Vertun mehr, das ist ein Selbstmord. Und deshalb brauchen wir wahrscheinlich auch in der Diagnostik mehr Forschung, die uns zeigt, wann sind Männer, an welcher Stelle haben sie Probleme. Es gibt jetzt im angelsächsischen Raum etwas Forschung dazu, was ist denn sowas wie eine Male Depression, also männliche Depression. Und es zeigt eben, dass es wahrscheinlich anders ist und dass es irgendwie
tatsächlich, dass man die Symptome oder das Schlechtgehen lange Zeit ignoriert, dass man eher aggressiv und selbstschädigend wird, was erstmal nicht als Depression aussieht, und dass man tatsächlich eben wahrscheinlich auch häufiger Suchtmittel nimmt und eben auf keinen Fall Frühhilfen in Anspruch nimmt. Gut, und wenn man dann welche in Anspruch nehmen will, ist die Frage, wo landet man denn als Mann, in welcher Depressionsform? Es gibt nur ein bundesweit bekanntes Angebot, wo dann auch geguckt wird, wie können Männer bei Depressionen gut behandelt werden. Das machen die Kliniken Warendorf hier in Niedersachsen. Das ist eben so speziell gewesen, männerspezifisches Psychotherapieangebot für Depressionen, dass es sogar in die Zeit geschafft hat seinerzeit. Es gibt jetzt noch einzelne Angebote, gerade im ambulanten Bereich, wo auch tatsächlich männerspezifisch gearbeitet wird. Und wir hatten ja auch Björn Süfke, der schon lange so eine Individualberatung macht, vor Ort eben ambulant, aber in Therapieform ist das erst neu. Und die haben dann eben in ihrem Angebot tatsächlich in der Überschrift der Zeit, ist es dann wieder Stereotyp, also bloß kein Gequatsche. Also, und was als Foto dazu gezeigt wird, ist eben, dass sie mehr Fußball spielen in der Therapie. Also auch die Therapieform, wenn sie denn speziell sind, landen dann leicht wieder in Stereotypen fallen, aber es wird von Männern gut angenommen und sie machen auch, also in ihrer Forschung haben die tatsächlich auch gute Werte in dem, was sie da an Heilungschancen eben tatsächlich vergrößern können. Gut, letzter Punkt zu dem Bereich Krankheit und wäre eben der Bereich, was kann man machen als Krankenkasse? Alle Krankenkassen sollen eigentlich alle ihre Leistungen seit dem Präventionsgesetz gucken, ob es geschlechtsspezifische Besonderheiten gibt. Und gerade im Bereich Gesundheitsförderung sollen wir es machen. Aber wenn man sich die Inanspruchnahme von Gesundheitsförderungskursen anguckt, dann hat man eine typische Inanspruchnahme von Frauen in diesem Bereich, von Frauen im mittleren Lebensalter mit einem hohen Bildungsgrad. Und sie finden kaum Männer in diesen Kursen. Und sie finden das nicht, weil es so beworben wird. Ich bin jetzt für diesen Vortrag nochmal auf die Homepages der größten Kassen gegangen. Also wenn Sie bei Gesundheitsbildung hängen bleiben, finden Sie als erstes solche Bilder. Also Frauen in Bewegung, würde ich sagen. Und dann darf man sich nicht wundern, dass Männer eben in Bewegungskursen eben nur 21% der Teilnehmenden stellen an dieser Stelle. Oder eben, wenn es um Ernährungsaufklärung in Schulen geht oder Ernährungskompetenz, das ist das größte Projekt der Barmer. Das zeigt irgendwie eine bekannte deutsche Köchin, eine der wenigen deutschen Köchinnen, die bekannt sind, mit Mädchen mit geflochtenen Haar und Gemüse in freier Landschaft. Also was davon junge Jungs in Kitas und Schulen lernen sollen, wenn Mädchen Gemüse schnöppeln, ist mir relativ schleierhaft. Aber es gibt auch erste andere Angebote, das möchte ich auch zeigen. Also die AOK wirbt gerade damit, wir wollen sie so, wie sie sind. Ob der Mann nun eine Identifikationsfigur ist oder nicht, immerhin hat er ein bisschen Bauch und kann was an sich machen. Und auf jeden Fall einen richtigen Bart. Also es gibt auch jetzt zumindest ein paar Richtlinien, die sagen, wir müssen mal unsere Werbematerialien für unsere Kunden überdenken, damit wir nicht immer wieder sowas produzieren. Da gibt es erste, aber das ist eher auf so einer optischen Ebene, als dass wirklich die Kurse auch angepasst worden sind. Das wäre jetzt wieder ein Punkt zu stoppen und ins Gespräch zu kommen. Das war der Punkt Männer als Patienten. Wie reagieren die? Was ist dort vielleicht besonders? Ich weiß nicht, gab es Anmerkungen im Chat oder gab es? Ich sehe jetzt noch nichts im Chat, aber es gibt eine Hand. Ja, ist doch gut. Eine Hand ist immer gut. Erteile hier mal die Sprecherlaubnis an Susanne. Hallo, ich schon wieder. Ich finde es sehr spannend, diesen Geschlechterunterschied. Also man spricht ja immer von der Benachteiligung der Frau, die sicherlich auch da ist, wenn man Gehälter und so weiter ansieht. Man spricht aber nie von der Benachteiligung des Mannes eigentlich offiziell, die aber ja ganz offensichtlich in gesundheitlichen Dingen existiert. Man spricht davon, dass die Frau immer auf ihren Körper reduziert wird, auf ihre Schönheit reduziert wird. Aber man sieht ja an diesen Beispielen allein schon diese Bezeichnung Familienvater oder der Ernährer der Familie, dass der Mann eigentlich seit, ja, oder schon immer und auch jetzt noch heutzutage auf seine Funktionalität oder auf die Funktionalität seines Körpers auch reduziert wird. Zumindest erscheint mir das so. Das heißt, eigentlich beide Geschlechter werden auf ihren Körper reduziert im Endeffekt. Und man spricht nur bei den Männern nicht drüber, beziehungsweise das ist jetzt eins der ersten Projekte, die ich mitbekomme, wo über sowas diskutiert wird. Jetzt wäre meine Frage, denkt ihr oder empfindet ihr das so, dass eigentlich Männer
ja, benachteiligt sind, gesundheitlich. Ja, ich glaube, wir brauchen keinen Wettbewerb, wer ist das eigentlich benachteiligte Geschlecht? Also das ist eben auch eine Diskussion, die im öffentlichen Raum sehr geführt wird. Gibt es jetzt nicht so viele Geschichten für Frauen oder sind Frauen nicht so sehr im Fokus? Also da würde ich mal in meiner Rolle als Vorsitzender des Bundesforums Männer, der Interessenvertretung für Männer, Jungen und Väter irgendwie sagen, es gibt Benachteiligungslagen in bestimmten Bereichen und in erster Linie ist das im Bereich tatsächlich Bildung, Gesundheit, aber auch im Bereich der Familiengerichtsbarkeit, wo man genauer hingucken müsste auf unterschiedliche Lebenslage oder Bedarfe. Und das wird eben, Geschlecht ist im Gesundheitsbereich, wenn Geschlecht thematisiert wurde, dann wurde eher der weibliche Körper medizinalisiert. Das hat ja auch die Frauenbewegung oder als Objekt der Forschung begriffen, während es gibt ganz wenig Männergesundheitsforschung auch. Also wenn die ganze Genderforschung im, oder die einzigen Professuren im deutschsprachigen Raum in Österreich, das sind zwei Frauen, die das haben. Dafür haben wir massenhaft Medizinprofessuren für Urologen oder sonst was, die aber nicht auf Geschlecht gucken. Die gucken stur auf den Schwanz, also und oder auf die Geschlechtsorgane. Aber es wird da nicht über Geschlechterrollen oder es wird überhaupt keine reflexive Geschichte reinmachen. Insofern glaube ich schon, dass in bestimmten Feldern es lohnt sich, die Geschlechterbrille aufzusetzen und es lohnt sich für beide Geschlechter. Deshalb glaube ich eben auch als Vorsitzender des Bundesforums an eine gleichstellungsorientierte Männerpolitik. Also und dem, das Pendant dazu wäre eine gleichstellungsorientierte Frauenpolitik, wo man tatsächlich eben identifizieren muss, also wo gibt es Benachteiligungslagen? Und ich glaube, gerade im Gesundheitsbereich, wenn die Gesundheitsberufe mehr für geschlechtertypische Sozialisationen sensibilisiert würden, dann würden sie auch darauf reagieren können und nicht bleiben bei dem, was eben das Stereotyp ist. Selbst ist der Mann und der wird schon irgendwie klarkommen. Ja, danke.